3 haben. Ich habe gesagt, die Xbox ist beschissen, weil mein kleiner Bruder, der hatte eine Xbox und ich habe gesagt, Xbox. Die Scheiße, die wird sich niemals verkaufen, diese scheiß Xbox, ja. Und was ist? Von den Verkaufszahlen führt die Xbox immer wieder mal. Und ich muss ganz ehrlich sagen, was die an Funktionen mitgebracht haben, also mit eingebracht haben die letzten Jahre, also es haut mich auch ehrlich gesagt vom Hocker, ne? Diese ganzen Apps und sowas. Und naja, die Xbox ist halt nicht nur mehr eine Spielekonsole, ne? Und wenn man diese Funktion nutzt, ist das auch alles schön und gut. Klar, es gibt halt Leute, die haben dafür keine Verwendung, aber das ist halt immer so, ja, das ist halt wieder so diese Geschmackssache, ne? Was man halt selber haben will und was man halt nicht will. Aber da dann zu sagen, ja, die oder die Konsole ist scheiße, ne? Im Endeffekt, da gab es jetzt heute auch wieder die Diskussion bei winfuture.de, da hat auch wieder jemand geschrieben, ja, aber die PlayStation, die hat viel bessere Hardware. Ja, was bringt dir die bessere Hardware, wenn die Spiele automatisch auf die schwächste Plattform zugeschnitten werden und dann nur für die stärkere Plattform umgesetzt werden? Das magst du vielleicht bei Titeln, die zuerst auf der PlayStation kommen. Wie zum Beispiel Final Fantasy 13, da hat man es gemerkt, den Unterschied. Aber bei anderen Titeln, die zuerst auf der Xbox geschrieben, für die Xbox geschrieben werden, da merkst du den Unterschied nicht. Da merkst du nicht, dass die Xbox, dass die PlayStation da vielleicht mehr Leistung hat. Das ist Pustekuchen. Ja, und das verstehen aber so einige, verstehen das überhaupt gar nicht. Die sagen dann einfach, ja, ist scheiße, weil hat weniger schlechtere Hardware und sowas. Was ist denn? Die Xbox, die heutigen Spiele, die laufen auch alle auf der Xbox und auf der PlayStation und genauso gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, da habe ich bei GTA 4 habe ich da riesige Unterschiede zwischen Xbox und PlayStation gemerkt. Ne? Weil da war nämlich die PlayStation-Version. Da war die Grafik schlechter. So, wo bist du? Ich versuche gerade Diamanten zu farmen. Ach so, ja, dann mach das mal. Ich mache hier mal so ein bisschen zu. Ich lasse dir aber so ein kleines Loch offen. Ach scheiße, jetzt habe ich hier Mist gebaut. Wie immer. Vielleicht finde ich ja noch eine Mine. Hörst du mal, dass man Huhn findet, genau auf der 17. Ebene? Eigentlich nicht. Pass auf, es sprengt dich gleich in die Luft. Das Evil Chicken. Ja, das ist ein... Ach, der ist Feuerstein. Ich hab gedacht, das ist eben so ein Fleisch gewesen. So, und ich hab ja ein paar alte Folgen von mir geguckt heute und ich muss ganz ehrlich sagen, für die Leute, die immer sagen, du bist Gronkh, so ähnlich, du machst Gronkh nach. Also ich muss ganz ehrlich sagen, anfangs war ich Gronkh ähnlicher als jetzt. Mittlerweile ist da überhaupt keine Ähnlichkeit mehr, ne? Aber anfangs so vom Moderationsstil, weil ich kannte ja auch nur seinen Moderationsstil, ne? Ja. Und da war ich echt überrascht, wie ich mich da verändert habe vom Stil her. Aber allgemein ist das Tempo auch rasant angestiegen, wo ich sonst für ein Haus oder sowas ewig gebraucht habe, brauche ich jetzt gar nicht mehr so lange. Und ich mache mir hier aber so ein bisschen Sorgen, weil hier in der Höhle ist kaum Licht. Ah. In welche Höhle bist du denn jetzt? Weiß nicht, da bist du glaube ich runtergegangen. Ach, du bist hier im Dunkeln unterwegs, da geht Wasser runter. Ja. Naja, ich hab dir mal Licht gemacht, damit du auch den Weg zurückfindest. Oh, eigentlich ist es da hell eigentlich. Ja, bei dir sowieso. Das Thema hatten wir ja schon. Ja. So, jetzt muss ich mal gucken. Ah, das ist zum Beispiel schon wieder zu viel. Ich brauche nochmal Tropenholz, glaube ich. Ich muss mal gucken. Wie machst du das eigentlich, wenn du in der Kiste zum Beispiel Items hast, dass du nur einmal raufklicken musst, dass sie sofort im Inventar sind? Ich drücke die Shift-Taste. Shift-Taste, ach dein.
Übrigens funktioniert das auch genauso im Inventar, wenn du zum Beispiel die Q-Taste drückst, dass du was rauswirfst. Du brauchst also gar nicht erst das Item in die Hand nehmen oder sowas. Du kannst es einfach so gleich rauswerfen. Was ja, mit Q, das weiß ich, dass man in der Hand hat. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Spitzhacke ab Q werfe, dass das wegwirft. Ja, das musst du nicht mal in die Hand nehmen. Das. Oh, Skelett. Hallo, Skelett. Haha, du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Ich bin hier hinter Glas. Du kannst zum Beispiel, wenn du im Inventar auf irgendwas draufhältst mit der Maus, dann kannst du Q drücken und dann schmeißt er automatisch das ganze Stack schon raus. Das weiß ich auch noch nicht so lange. Ich habe das nur mal mitgekriegt. Ja, ich wollte das auch mal. Alle drücken drauf und sofort alles in der Hand. Ja. Ja, es ist halt... Zeit sparen. Ja, ist es auch. Definitiv. So, und wir sind jetzt auf jeden Fall schon auf der richtigen Ebene. Jetzt muss ich hier auf jeden Fall noch gleich Holz hinpacken. Wo bist du denn hingelaufen? Ich bin immer noch da im U-Lager. Achso. Ich hab gedacht, du bist mir gefolgt. Nee, jetzt gerade nicht. Weil ich will ja auch ein bisschen was schaffen immer. Es ist ja so, dass... So bin ich eben. Nebenbei ein bisschen quatschen und dann aber arbeiten. Wie spät ist denn jetzt? Es ist jetzt, ach, es ist jetzt gleich 2. Mittagszeit. Mittagszeit, ja. Ja, es ist in letzter Zeit auch meistens so die Zeit gewesen, wo ich so ins Bett gegangen bin, wo ich dann doch mal müde wurde. Aber heute bin ich noch erstaunlich fit, komischerweise. Ich weiß nicht wieso. Vielleicht auch, weil ich so spät aufgestanden bin. Ich bin auch erst irgendwie um 12 wach geworden. Ich sag mal 8. Ja, manchmal ist es eben so. Da schläft man dann extremst lange. Ob man nun will oder nicht. Ob man hier ist und nicht. Tja. So, Leiter. Gib mir die Leiter hier. Ich höre die ganze Zeit Zombies, aber ich sehe sie nicht. Ha, das ist interessant. So. Auf Gamestern kann man sich aber verlassen, oder? Wenn ich denn jetzt hinten links höre? Eigentlich ja. Okay, ja. Leuchte ist Rasen? Nee. Okay, unter deiner Festung ist eine riesige Schlucht. Ach du Scheiße. Ich markiere mir das mal. Eine riesige Schlucht. Ja, das hatte ich mal gesehen gehabt. Stimmt, das ist bei mir aber in Vergessenheit geraten. Ach geil, weißt du was? Da machen wir hier einfach mal eine Tür rein, glaube ich. Da ist, also auf jeden Fall ist ja ein See von Lava und da geht's hoch. Über ja. Nebel. Sieht interessant aus. Das ist cool. So, hier wäre dann der Weg rein. Da machen wir den Weg hier nämlich mal frei. Dann geht's nämlich unterm U-Lager hier halt weiter. Es ist manchmal auch ganz schön unterirdisch zu bauen. Ich mache das ja nicht immer, diese Höhlen zu erforschen. Richtig. So. Und hier geht's jetzt rein. Und dann können hier überall noch Kisten hin. Kisten kann ich mir mal eben craften. Vielleicht kann man dann unten im U-Lager... Ich will mal gerade gucken, ob das Skelett weg ist. Skelett ist weg. Gut. Hast du schon mal einen Weg gefunden? Wie? Mein Weg, wo ich nach unten gebuddelt habe? Nö, ich bin da noch nicht hin. Ich bin hier momentan am Kisten craften. Ich hoffe, der Zombie kommt nicht rüber. Der ist da im Wasser. Ja. So, jetzt muss ich halt gucken, dass ich überall gleich viele Holzblöcke platziere. So. Jetzt haben wir 7 Kisten. 7 Kisten. Geht das auch so? Ja, das geht auch so. Dann haben wir 8 Kisten. Okay, oh, das ist aber ein bisschen wenig noch. Egal, hier kommen 2 hin. Bringst du Fackeln mit? Gleich. Machen wir gleich. Bisschen dunkel hier. So, hier würde ich sagen, kommen 2 Kisten hin. Dann geht das auch weiter. Hier sind hier auch Fackeln im U-Lager. Nee, nirgendwo habe ich Fackeln hingepackt. Aber
Ich kann Öfen, kann ich bis nach unten hin platzieren. Fackeln bringe ich mit. Aber im Untergrund kriegen wir eben kein Holz. Da 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 da. Ich muss den Amboss mal wegpacken. Weil wenn ich sonst sterbe, ist der Amboss weg. Und das hat mich schon so einige Eisenbarren gekostet. Eisenbarren. Aber ich safe jetzt noch mal ganz kurz meine Sachen. Scheiße, wo packe ich das denn jetzt alles rein? Ach, das kommt erstmal in die Crap-Kiste hier. In die Kacke-Kiste. Kohle nehmen wir mit. TNT packen wir raus. Den Eimer nehmen wir auf jeden Fall mit. Eisen nehmen wir raus. Die Eisen lassen wir mal kurz drin. Den Amboss platzieren wir mal eben. Das Wasser kann ich hier wegmachen, oder? Wo es runtergeht? Ich weiß nicht. Das nervt sonst, wenn man wieder hochgeht. Wenn ich den Amboss wieder abbaue, bleibt er dann heile? Ja. Also nicht. Bleibt da. Ha! Hier ist der Amboss. Jetzt muss ich mal gucken. Achso, ich brauche ja mal ein Buch, ne? Bringt mir das was, wenn ich da jetzt meine Spitzhacke drauflege? Kann ich hier irgendwo was ablagern? Oben. Oben an der, am Eingang in den beiden Kisten. Da sind die beiden Kisten da oben. Nee, im Eingang. Nicht hier rein. Das ist alles sortiert. Achso. Jetzt Farbstoff und so. Nee, Erde nicht. Erde schmeißt da oben in die Kisten. In die Müllkisten. So, hier war Redstone irgendwo. Was hast du mit den Diamanten gemacht? Wie? Du hast gerade Diamanten geklaut. Ja, die habe ich hier reingepackt. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen wollte. Ich wollte eigentlich was reparieren mit dem Amboss, aber irgendwie geht's nicht. Komisch. Wie kann man reparieren, verdammt nochmal? Was willst du denn reparieren? Ich will hier meine Diamantspitzhacke wieder auf voll machen. Auf dem Amboss. Damit ich eine unendliche... Ach, weißt du was? Ich mache einfach eine neue. Ich weiß es gar nicht. Ich brauche mal da nicht so ein Buch, Unendlichkeitsbuch, Zauberbuch-Dings da. Ja. Machen wir gleich. So, und da oben. Ach, geh weg. So. Haben wir's. Diamantspitzhacke. Die Diamanten packe ich wieder in die Schätze rein. Die sammle ich jetzt nämlich erstmal. Man weiß ja nie, wann das nächste kommt. Wasseraffinität, Unendlichkeit 1. Okay. Aber machen wir Enchanten. Mit dem Amboss. Wo soll denn das Tropenholz hin? Hm? Das Tropenholz. Das weiß ich nicht. Das Tropenholz packst du einfach in die Holzkiste da rechts, wo die ganzen Holzsachen drin sind. Genau da unten hier. Hier sind auch die ganzen Holzsachen alle mit drin. Also Unendlichkeit geht schon mal nicht. Das wird wahrscheinlich für eine Rüstung sein. Okay. Achso, ich kann den Eimer gegen den Wassereimer tauschen. Hast du auch irgendwo so einen Mülleimer? Verrottetes Fleisch oder so? Mit Lava? Nee. Ich pack das verrottete Fleisch immer in die Kiste rein, genau. Ich will mal was gucken. Vielleicht kann ich ja meine Rüstung dadurch enchanten. Goldstiefel kriegen Unendlichkeit 1. Eisenbrustpanzer. So. Wehe, das geht nicht. Ich verstehe diesen verkackten Amboss nicht. So, ich gehe nochmal wieder die Höhle erkunden. Ja. Ich verstehe das nicht. Ach so, dadurch kann ich meine Rüstung wieder erneuern. Ah. Okay.
Naja, dann kann man diese Bücher doch nicht mit dem Amboss nutzen. Ich dachte eigentlich. Gut. Hier packen wir auch erstmal alles rein, was ich jetzt hier nicht brauche. Und dann geht's weiter runter. Diamantschwert, würde ich sagen. Behalte ich drinne. Pfeile, Bogen. Pfeile habe ich hier ein paar. Fünf Stück. What the? Alter. Schreckt mir einfach so ein Zombie hier. Ja, passiert, ne? Das geht schnell.